Bitcoin Means Biz. Racehome wird präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, die echte Simulationshardware. PlayStation, for the Gamers. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von UpSportsline. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe der RCCO Charity Rennserie. Wir freuen uns heute möglicherweise auf die Meisterschaftsentscheidung, weil Nico Müller, der ist ganz schön weit vorne in der Meisterschaftswertung. 12 Punkte liegt er vor Robin Freins. Und eine Premiere haben wir heute auch, und zwar gibt es zum ersten Mal ein Regenrennen in der jungen Geschichte der RCCO Rennserie. Ja, wo sind wir, Tom? Wir sind auf der sehr berühmten Rennstrecke hier in Österreich, auf einer Stadt, die Zeltweg heißt, der ehemalige Österreichring, der dann umgebaut wurde in den A1-Ring, und vor ein paar Jahren wurde er dann zum Red Bull Ring. Eine tolle Rennstrecke, und die Lage ist großartig. In einer schönen Lokalität in Österreich. Und die Fahrer mögen die Strecke bei Sonnenschein zumindest. Heute dann bei Regen, wollen wir mal sehen. Niki Lauda ist hier auch verewigt in der Niki Lauda-Kurve, Turn 1. Und dann geht es bergauf zur Remus. Eine sehr scharfe Rechtskurve nach der Bergaufpassage. Und dann geht's den Berg runter, und dann erinnern sich Frank und ich an die Porsche-Kurve Nummer 3, die jetzt Schlossgold heißt, und die lange Linkskurve mit einem negativen Banking heißt Rauch, runter über Wirth, dann zur Jochen-Rindt-Kurve, die vorletzte Kurve rechts, und komplett den Berg runter dann durch die Red Bull Mobile Kurve. Und es ist sehr, sehr anspruchsvoll für die Fahrer und natürlich auch für die Audi e-tron Vision Gran Turismo. Ja, wir freuen uns auf dieses erste Regenrennen bei Racehome. Und das Rennformat ist so wie immer, und für alle neuen Zuschauer schauen wir nochmal rein, wie es ausschaut, und natürlich noch das Format vor Q1. Hashtag Racehome hat ein ganz besonderes Rennformat. Den Anfang machen drei kurze Qualifikationsrennen, nur die Sieger kommen direkt weiter in das Halbfinale. Anderen haben die Chance, in Q4 sich ebenfalls für das Halbfinale zu qualifizieren, allerdings nur die besten drei. Sechs Fahrer dann im Halbfinale, und dann geht es um die Wurst. Nur zwei qualifizieren sich für das Superfinale. In einer einzigen Runde wird anschließend der Sieger des Rennens ermittelt. Nachdem man das letzte Rennen im Brands Hatch auslassen musste, ist Tabellenführer Nico Müller heute wieder mit von der Partie. Nach vier Siegen in Folge durch Nico Müller und Robin Freins ist dem Audi-Sport-Team ab Sportsline der Gewinn der Teamwertung kaum noch zu nehmen. Für diesen Kontakt mit Jamie Green in Brands Hatch gab es für Björn Skotke eine gelbe Karte. Aber das ist nicht sein einziges Handicap heute, denn Scotty fährt wegen einer Sehnenreizung mit einer Bandage. Zwei sehr schnelle Simracer sind heute mit dabei. Journalist Michael Bräutigam fährt das WRT-Gastauto, und David Karapetian alias Dave Gaming fährt das Racehome Auction Car. Und auch Lightning McQueen ist heute dabei. Mit diesem Design gewann Steffen Walter zum zweiten Mal den Design Contest. Er war so scharf darauf, heute nochmal mitzufahren, dass er insgesamt sechs verschiedene Designs einreichte. Das letzte gefiel vor allem Tom Christensen.
Herzlich willkommen in der virtuellen Steiermark mit einer Premiere, das erste Rennen bei Race Home, RCCO. Mit dabei Steffen Walter, den kennen wir bereits, den 32-jährigen Softwareentwickler aus Langenfeld. Der hat schon zweimal teilgenommen. Auch Björn Skotke wieder dabei, René Rast, Michael Niemers und Nico Müller. Also ein zweifacher DTM-Champion mit René Rast und ein amtierender DTM-Vize-Champion mit Nico Müller. Und ab geht's schon für das erste von drei Qualifying-Rennen. Drei Runden sind aufgelegt und der Sieger kommt weiter. Scotty schiebt sich da gleich mal an die Spitze durch die Niki Lauda-Kurve. Turn 1 den Berg hinauf. 12% maximale Steigung auf der 4,3 Kilometer langen Strecke. Penner. Müller und Rast hier im Infight. Die müssen sich allerdings etwas zurückhalten, der fünffache Le Mans-Sieger. Frank Bieler wirft ein Auge auf die fünf Jungs auf der Strecke und bestraft natürlich jede Rempelei. Es werden gelbe Flaggen vergeben und bei der dritten erfolgt eine Disqualifikation des Events. Müller vorbei an Rast auf der zweiten Position. Dahinter kappeln sich Niemers und Steffen Walter alias Delfino um die rote Laterne im Feld. Toller Kampf um Position 2 und 3 mit Müller und Rast. Hören wir da von Tom Christensen. Aber Müller setzt sich ab und setzt jetzt den führenden Skotke unter Druck. Quatsch, innen geht's durch für den Schweizer. Das gleich in der ersten Runde auf der Bergabpassage. Durch die letzten beiden Kurven Jochen Rindt und Red Bull Mobile. Und schon ist die erste Runde zu Ende. Da geht's durch die Senke. Zum ersten Mal in Rennspeed über die Linie. Müller vor Skotke, dann Rast. Schöne Drifteinlage von Skotke, aber damit ist er erstmal durchgereicht. Müller jetzt vorn. Aus der Perspektive von René Rast. Rast da kurz neben der Strecke abgekürzt und dann ja, die Kraft so ein bisschen in durchdrehende Räder investiert. Die drei Motoren, das Audi e-tron Vision Gran Turismo mit den 815 PS, 1050 Newtonmeter. Es sind natürlich schwer zu kontrollieren bei diesen Streckenbedingungen. But Nico, you're still leading. Ja. Nico liegt noch vorn. What do you want to tell Skotke me? Nach dem kleinen Rempel ja zurückgefahren. Nothing happened. Ja, also für Müller ist nichts passiert, allerdings für Scotty schon. Den finden wir immer noch auf der fünften Position. Kleiner Ausrutscher für Michael Niemers. Der professionelle Modelle baut. Hier sehen wir auch mal das tolle Design von Steffen Walter. Lightning McQueen auf der Seite. Der Startnummer 95. Fünf Designs hat er eingereicht und dafür haben sich alle DTM-Fahrer ausgesprochen. Damit war er erneut der Sieger im Design-Contest. Das ist der führende Nico Müller, der jetzt schon über drei Sekunden von René Rast weggekommen ist in der letzten Runde der dritten von drei. Und man sich hier noch um die dritte und vierte Position. Niemers, Steffen Walter und Kappelt. Our Design Winner Contest. Chosen by the 60 GM drivers for the Lightning McQueen. Im Hintergrund Tom Christensen noch mal erklärt, dass die sechs DTM-Fahrer sich für das Design von Delfino erneut entschieden haben. In dem Fall das Lightning McQueen Auto. Beziehungsweise das Lightning McQueen auf dem Audi e-tron Vision Gran Turismo. Macht ihn aber auch nicht besonders schnell. Momentan Platz 4 würde bedeuten, nach dem Zwischenstand, beziehungsweise wenn er keinen Sieg hat, muss er sich alle anderen über den Hoffnungslauf Q4 nochmal qualifizieren für das Halbfinale. Müller ist durch. Der
Führende in der Meisterschaft hat sich direkt qualifiziert fürs Halbfinale. Das ist auch ziemlich nass. We need a balance of performance for Nico, because yeah, exactly. Not fun. Man, it's your conditions. Not today, man. Ja, gut gemacht, Nico, well done, Nico Müller. Herzlich willkommen zurück in der Serie. You had a race off. Beim letzten Mal hast du ausgesetzt, aber bisher dominant. Und jetzt gegen René Rast durchsetzen können nach dem Push in Kurve 1. Wie hast du den Rempler da gerettet? Ja, die erste Runde war das Highlight. Ich habe den Kampf mit René wirklich sehr genossen. In der zweiten Runde war es dann ein bisschen arg aufregend in der ersten Kurve. Aber ich hatte ein bisschen Glück und konnte mich jetzt direkt qualifizieren fürs Halbfinale. Das war das Ziel. Ja, dann viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch an Nico Müller, der wirklich die Serie dominiert und möglicherweise heute schon den Titel holen kann. But another team which was very good in this first race of the season was the WRT team from Belgium. Belgien war sehr stark und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Das belgische WRT Team ist seit dem ersten Tag ein Teil von Race Home. Die Partnerschaft mit Audi Sport im realen Motorsport hat Teamchef Vincent Voss einfach ins Simracing übertragen. Das ist eine sehr schöne Initiative. Natürlich unterstützen wir Race Home, weil es für einen guten Zweck ist. Aber wir lieben alle unseren Sport und wollen eins: Rennen fahren. In diesen schwierigen Zeiten fiel uns die Entscheidung also nicht schwer. Obviously we are going through a very special time. We took the challenge very quickly. It did not take long to take the decision. Race Home war ein tolles Erlebnis. Wir Rennfahrer sind in diesen schwierigen Zeiten voller Adrenalin und wollen einfach nur Rennen fahren. Race Home war eine perfekte Gelegenheit, mit unseren DTM-Kollegen Rennen zu fahren. Den besten Kampf hatte ich dabei mit René in Interlagos, wo wir darum gekämpft haben, ins Halbfinale zu kommen. Mein bester Kampf war der mit Nico Müller und Robin Freins. Wir haben in Bathurst um den Sieg gekämpft. Das war eine tolle Sache. I think luckily at the end I was the one which had the chance to go for victory or which took the victory. It was fun. I mean, it was. Es hat Spaß gemacht. Mit dem Controller war es schwierig für mich, aber in Barcelona konnte ich sogar das Duell mit Nico Müller über eine Runde gewinnen. Final. It was only one lap, so we were battling and fighting the whole lap through. So it was a lot of fun. Hier sind wir im zweiten Qualifying-Lauf mit dabei. Michael Bräutigam, der 33-jährige Journalist. Seine Artikel können Sie in MSA lesen, im Motorsport aktuell. Aber Thomas Vogt genauso dabei wie Bettina Schuller, die zuletzt zum ersten Mal einen Heatlauf gewinnen konnte. Loic Duval und Robin Freins, der Niederländer, als Zweiter in der Tabelle. 27 Zähler. Er kann Nico den Titel streitig machen, aber schon geht's los in die drei Runden und da gibt's eine heftige Rempelei gleich zum Start. Lüge. Vorneweg Michael Bräutigam, der Hobby-Simracer, hat sich da durchgesetzt. Duval, Thomas Vogt und Robin Freins sind da in die Kollision verwickelt gewesen. Duval finden wir auf der dritten Position hinter Bettina Schuller, die Lady in Blau, unterwegs wie gewohnt. Und vorne der Gastfahrer im WRT-Team, Audi Sportrenner. Duval gegen Schuller. Der Franzose kann sich durchsetzen. Jetzt auf der zweiten Position. Sein Rückstand allerdings 3 Sekunden auf der Bergabpassage. Durch die Schlossgoldkurve hindurch. Robin Freins sehen wir da, dritte Position. Der Jagd macht auf den Zweitplatzierten. Freins Rückstand
auf Michael Bräutigam, den Führenden. Momentan 4,2 Sekunden. Erstmal muss er an Duval vorbeikommen, bremst sich da innen rein. Durch die Red Bull Mobile Kurve hindurch. Auf Start und Ziel. Aus dem Windschatten. Kann es jetzt möglicherweise klappen? Beste Überholmöglichkeit beim Anbremsen auf die Niki Lauda Kurve. Und da drückt er sich auch vorbei. Jetzt das Bergaufstück. Überholmöglichkeit, die Remus-Kurve. Duval platziert sich schon mal auf der Innenbahn, aber es reicht nicht. Doch beim Rausbeschleunigen geht Duval auf die zweite Position durch, hat er heftig mit der Traktion zu kämpfen. Some overstand power. Yeah, so. Für Freins das Ganze aber nicht nice, gut ausgegangen, er ist zurückgefallen. Ans Ende des Feldes. Bettina Schumacher hat deutlich profitiert. Ich schaue mal bei der Lady ins Wohnzimmer. Und hier bin ich bei Speedpool. Sie hat sich mittlerweile richtig gut eingegroovt auf die RCCO Race Home E-Sport Rennserie. You went on power in the rear snap and he hit my rear, so it's fun. I wouldn't say you pushed me off. Die Frage vom Rennleiter. He just has too much power, you know. Ob Robin Franz da abgedrängt wurde. The yellow card situation, I'm sure that Frank Bieler is very well aware of. Kann Duval wohl nicht so viel dafür. Michael Niemert and in this heat, Tom Christensen im Hintergrund über die gelben Karten referiert. Zwei gelbe für Michael Niemers, Leuchtenbahn und René Rast. Heißt, wenn sie sich heute was zu Schulden kommen lassen, dann werden sie disqualifiziert. Gibt keine Punkte also in diesem Lauf. Freins war kurz vorbei an Thomas Vogt, aber Robin Freins, Gründer der RCCO E-Sport Series und der Slowcar-Meisterschaft der 2018 mit dem Audi e-tron Vision RCCO, die Slowcar Serie gewinnen konnte, hat sich erstmal durchgesetzt. Jetzt auf der, ja, er war gerade auf der dritten Position, fällt aber zurück auf Platz. Robin wasn't there to put it back on track, fucking up. Hier sehen wir ihn. Den Rekord-Champion. Crazy scenes down at Ashgrove. Cool. Slotcar Racing. Leuk Duval. That was Robin, he touched me. Beschwert sich jetzt, dass ihn Robin Freins berührt hätte. Freins findet sich aber auf der zweiten Position wieder und ungeachtet der Action hinter sich fährt Michael Bräutigam da vorne sein eigenes Rennen an der Spitze. Uneinholbar. Vorneweg. Und dahinter tobt der Kampf. Und um die Plätze 2 bis 5. Da kommt er über die Linie. Michael Bräutigam bei seinem ersten Gaststart ist weiter. Der 33-Jährige aus der Nähe von Esslingen. Mann, oh Mann, in Eichwald, aber hat sich direkt qualifiziert fürs Halbfinale. Glückwunsch! Gut gemacht. Also, das hast du richtig gut gemacht hier auf dem feuchten, auf dem nassen Red Bull Ring. Wie fühlst du dich? Der Start war ziemlich aufregend, weil die roten Lichter einfach nicht ausgehen wollten. Da musste ich sehr geduldig sein, aber der Start an sich war gut. Hinter mir gab es ein großes Chaos. Und dann konnte ich das Rennen kontrollieren. Sehr gut. Dein täglicher Job ist Motorsportjournalist bei der Motorsport Aktuell, aber jetzt bist du im WRT Audi als Gastfahrer. Wie kommt es dazu? Ja, ich glaube, Thomas Vogt wusste, dass ich so ein bisschen Simracing fahre.
Er wusste vielleicht nicht, dass ich auch im Gran Turismo vor 2 Jahren unterwegs gewesen bin. Aber ja, dann hat mir Scotty einfach eine Mail geschrieben. Und jemand von Audi hat mich gefragt, ob ich es kennen würde hier, diese Serie, und ob ich Lust hätte, teilzunehmen. Und ich habe einfach ja gesagt. Und jetzt bin ich da. Ja, perfekt. Viel Erfolg, und vielleicht bist du bei der nächsten Ausgabe der Motorsport aktuell auf der Titelseite als Sieger. Ja, toll, dass du hier bist, Michael, bei diesem ersten Regenrennen in der Serie. Also es gab jede Menge Action in diesem Q2-Rennen. Und schauen wir mal auf Frank Biener, den Renndirektor, und wie er arbeitet und seine Geschichte. Ja, Scotty, this was forcing somebody off the track, eh? Oh God. If something happens, if you push somebody off, hopefully just by chance, not on purpose, you will normally get a yellow card, a warning, and with 3 yellow cards you are disqualified. You can avoid a yellow card by backing off, so you go off the power, you let the other guy pass you again, so there is no advantage for you, there will be no yellow cards. Als passionierter Slotcar-Racer ist Frank Biehler schon lange ein Mitglied der RCCO-Familie. Er ist erfolgreich mit Slotcars und dem Sim-Racing, aber natürlich ist er vor allem bekannt für seine große Karriere mit Audi. Er hat Titel und Rennen gewonnen in der DTM, bei den Supertourenwagen und in Le Mans. Und mit all dieser Erfahrung ist er ein überaus respektierter Race-Direktor bei Race Home. Und damit sind wir im dritten regulären Vorlauf mit dabei. David Carapetian, alias Dave Gaming, der YouTuber, Simracer und Influencer. No start back, please. Seinen Kollegen noch viel Erfolg wünscht der DTM-Champion von 2013, der genauso dabei ist wie Jamie Green, Stefan Waschow und der Bildredakteur Andreas Czorsch. Wieder 3 Runden und ab geht's! Wie immer steht der Gastfahrer vorne. Ups! Und Dave sitzt im Race Home Auktionsauto und prügelt den Audi e-tron Vision Gran Turismo beim Start gleich an der Spitze liegend den Berg nach oben, hält die Führung. Dahinter wird's eng, dahinter wird's dicht. Dahinter tobt der Kampf. Uhu. Tja, damit schießt er sich selber erstmal aus der Remus-Kurve raus, gibt Mike Rockenfeller den Vortritt, der jetzt in Führung liegt. Aber ich denke mal, die Messe ist noch lange nicht gelesen hier in der Steiermark der virtuellen. Dave ist dran an Rockenfeller, einer der beiden Mitgründer der RCCO E-Sport-Serie ist. David Carapetian and Rockenfeller battling it out, running very close down to Walsh. Im Hintergrund wieder Tom Christensen, der über den Kampf auf den ersten beiden Positionen hier referiert. Offsetting the car. Die Curbs, die Rennstrecke so breit wie sie ist. Come on, Dave Gaming. Go on. Und hier sind sie in der letzten der 7 Rechtskurven. 3 Linkskurven, ja, auf dem Red Bull Ring, der erst 2011 wieder unter diesem neuen Namen eröffnet wurde. Strafzeit bei Dave Gaming, hat die Strecke da verlassen. Ist ja nicht schwer bei diesen Bedingungen, aber die kann er auf der Bremse absitzen. Muss jetzt keine 2 Sekunden warten und Rocky an der Spitze ziehen lassen. And welcome to zu Hause bei Stefan Waschow, dem Drittplatzierten. Coming back into play. Dahinter dann Jamie Green. Hier auf der 4. Position vor Andreas Czorsch. Der ist ganz racer, hinten, aber Waschow hat sich racer rangefahren an den Zweitplatzierten. Ah.
der Ingenieur für Audi und Porsche. Former champion and he's not satisfied with the und like. Ehemaliger ACCO Champion. Der kann sich hier nicht zufrieden geben mit einem dritten Platz. Es wäre an der Zeit für ihn, mal direkt weiterzukommen, sich direkt fürs Halbfinale zu qualifizieren. Aber dafür muss er erstmal vorbeikommen an unserem Gaststarter, David Carapetian. Alias Dave Gaming, den wir hier sehen. Professionell ausgestattet. Da steht einiges an Lenkrädern im Regal. Aber so schaut's aus bei Profi-Sim-Racern zu Hause. Rockenfeller als erster über die Linie in die letzte Runde hinein. Erneut die 12% Steigung. Any feedback on the slippery curve? Die 4 im Übrigen, so eine kleine Kurve. Much better than in reality, I would say. Genau diesen leichten Knick, während Mike Rockenfeller sagt, das ist viel besser als in Realität. Diesmal bleibt er auf der Strecke auch. Die anderen beiden ein bisschen untersteuern hier für Mike Rockenfeller. Slow down a bit. Und da wünscht sich der ein oder andere, dass der Führende ein bisschen langsamer fährt. Who's got most sweaty hands now? Gaming. Da zu kämpfen mit der Traktion. Das nutzt Wascho und schiebt sie auf die zweite Position nach vorn. Dave kommentiert es mit einem leichten Grinsen. Wenn er Wirtkurve. Last lap, Dave. Three corners left. Nur noch die Doppel rechts von der Ziellinie trennt. Rockenfeller hat immer noch die Nase vorn. Damit würde er sich direkt qualifizieren. Jetzt die Verfolgerkamera von Wascho auf der zweiten Platzierung. Yes. Der sieht, wie Mike Rockenfeller als erster über die Linie kommt und sich qualifiziert fürs Halbfinale. Gratulation. Top 3, I think. Congrats, Rocky. Really good. Oh, Dave, you got a penalty? Yeah, I made a few mistakes. Okay, anyway, next round. You know, more practice. That's a good thing. If you go to Q4. Dave, let's rock Q4. Yep. Yeah, that was the plan. A little bit more practice. Exactly. It's usually my plan, but it never worked out until the end. Tom? Yeah. I'm waiting for the... For the director? For the last car. I'm waiting for the sign. Wow, Mike Rockenfeller. Also du hast gezeigt, dass du auf jeden Fall hier gewinnen kannst. Aber es war sehr, sehr knapp und eng mit David Carapetian und Stefan Wascho. Also es war sehr, sehr eng. Wie siehst du denn die Situation, nachdem du die Idee hattest, mit Thomas Vogt zusammen die Serie auf die Beine zu stellen? Also, das Rennen hat riesen Spaß gemacht bei den Bedingungen. Ist es natürlich schwer, auch wenn es nur ein Spiel ist. Dave war super schnell, auch Stefan. Also, wenn die ein bisschen mehr Erfahrung haben, werden die im Halbfinale dann mitkämpfen können, wenn sie sich über einen Hoffnungsdorf qualifizieren. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Rennformat. Natürlich läuft nicht immer alles glatt, wie man sich vorstellen kann, aber ich freue mich sehr, ein richtiges Rennauto zu fahren, das ist ganz sicher. Aber in der Situation und der Periode hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen bedanken, dass sie mitgemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich, also danke an jeden und auch an jeden Gastfahrer. So weit hat es Spaß gemacht und jetzt müssen wir erst noch dieses und zwei andere über die Bühne bringen. Also möglicherweise gibt es in der Zukunft noch mehr Race Home. Also Gratulation, Rocky.
Das war eine tolle Fahrt auf dem sehr nassen Red Bull. Gratulation, Mike. Also es ging hier ziemlich dicht und eng zur Sache und das war der Sieg für dich im dritten Qualifying. Und jetzt gehen wir in Q4. Jetzt schauen wir aber vorher mal auf die Lady im Feld, Bettina Schuller, die stand zuletzt in Brands Hatch auf dem Podium. Ja, es war tatsächlich einfach, ich bin in der Mittagspause gefahren. Du konntest darauf wetten, wenn du in diesen Raum gekommen bist, wo unser Simulator steht, dass ich eben da sitze und fahre. Die einzige Frau im Starterfeld von Race Home hat keinen Respekt gezeigt vor den großen Namen und die DTM-Fahrer mit ihren Leistungen in ihrer ersten Sim-Racing-Saison überrascht. In Bathurst verpasst sie nur ganz knapp das Halbfinale. Schon sehr aufgewasst. Damit. Congratulations, very clean race. Very nice. Great job. Im Brands Hatch schaffte sie als erster Teilnehmer der RCCO den Sieg in einem Qualifikationsrennen. Um ein Haar hätte sie Loic Duval noch den Platz im Superfinale streitig gemacht. Wir sind sicher, von Fast Betty ist noch mehr zu erwarten. Bettina, that was close. That controller is tactic. You're waving. No way, bye. Sorry. Good race, guys. On track, please. Ersten drei Teilnehmer fürs Halbfinale haben wir schon mit den Siegern aus den Vorläufen 1 bis 3 gefunden. Und jetzt können sich nochmal drei dieser 12 Protagonisten qualifizieren für das Halbfinale hier auf dem nassen Red Bull Ring in Spielberg. 7 Runden liegen an auf Paul Stefan Waschow. Renny Rast, Robin Freins dahinter, dann Dave Gaming, der erneut die Möglichkeit hat. Und da hinten sehen wir Jamie Green, der seinen Audi e-tron Vision Gran Turismo direkt mal in die Leitplanke steckt. Renny Rast tobt vorne weg, dahinter Robin Freins verliert gerade die zweite Position, aber Michael Niemer setzt sich erneut durch. Ersten Bergabpassage auch Dave Gaming mit dabei. Und YouTuber, Robasho Niemers, Bettina Schuller auf der 6. Position. Hinter dann der Winner des Design Contests, Delfino auf der 7. Und Thomas Vogt auf der 8. Platzierung. Fällt es noch eng zusammen. Freins macht Druck auf den führenden Renny Rast. Er kennt die Strecke hier in- und auswendig, aber auch der Niederländer ist hier schon einige Male DTM-Renner zu Gast gewesen. In den kommenden Tagen soll ja der neue Kalender veröffentlicht werden. Sind wir gespannt, auf welchen Rennstrecken die deutschen Tourenwagen-Masters in diesem Jahr unterwegs sind. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das virtuelle Renngeschehen hier. Wenn David Freins auf Platz 2 mit 3/10 Rückstand Druck macht auf den Führenden. Rast mit kleinem Fehler da kurz neben der Strecke gewesen. In der letzten Kurve zum ersten Mal über Start und Ziel. Rein in die zweite von 7 Runden. Rast nach seinem kurzen Ausritt einer leichten Zeitstrafe. Das hilft natürlich dem zweitplatzierten Robin Freins. Der versucht jetzt auf der Außenbahn. Am Anbremsen auf Schlossgold ist aber Rast auf der besseren Position. Trotzdem schafft es Freins. Ja, das war die Remus-Kurve von wegen, das Ende der Bergaufpassage. Jetzt geht's bergunter in Richtung. Oh, no! It's okay, Bettina. Go, go, go. It's okay. Waschow versucht es auf der Außenbahn, aber Rast. Mit dem kürzeren Weg hält sich da auf Platz 2. Jetzt die Kurve, die leicht nach außen hängt. Enorm schwer, die richtig zu nehmen. Und vor allem, wenn die Strecke hier etwas slippery ist. Waschow da konzentriert am Lenkrad. The fast British, the fast British guy. Wow. Yes, like a torpedo, Dave Richardson would say. Waschow, Slotcar Champion im Jahr 2014 gewesen. Like a catapult, not torpedo. And fuel like cucumber. Im Hintergrund wird über Torpedos
und Gurken gesprochen. Dave Gaming. Eingezogen, um fit zu sein, um gestärkt zu sein für seine erste Teilnahme bei RTCO. Hashtag RaceHome. Fast erneut mit Strafe. Da kann man mal die Oberlippe nach oben ziehen oder den Mundwinkel. Da hinten kommt der Ingenieur bei Audi und Porsche. Stefan Waschow in großen Schritten näher. Der Steffen ausbeschleunigt. Der Fehler, das zweifache Champions und dreifachen Supercup Champions. Was damit zurückgefallen auf die vierte Position. Waschow profitiert. My brakes are fading, guys. Oh Gott. Overheating. Was sagt, dass die Bremse so ein bisschen schwächer wird. Wohl wegen Jamie, Überhitzung. I'm coming. Scotty sagt, Achtung, Jamie, jetzt komme ich. Na gut, aber die beiden sind noch relativ weit auseinander. Gut. 1,5 Sekunden trennen die beiden auf den Plätzen 6 und 7. Auf die wir schauen. Jeremy Green in seinem DTM-Design unterwegs, dem er später im Jahr den RS5 DTM pilotieren wird. Und Scotty mit weit aufgerissenem Maul in der Kühlerpartie des e-tron Vision Gran Turismo. René, please hold position. Und er ist hungrig, sich Multi-21. Paar Plätze nach vorn zu arbeiten. Ich bin zu spät, Vorsicht. Rast zu spät auf der Bremse. Sorry. Und die anderen machen einfach Platz. Damit ist Rast jetzt wieder auf Platz 2. Und nach aktuellem Zwischenstand hat sich auch aber war Dave Gaming eigentlich qualifiziert. Den finden wir gerade auf Platz 2. Aber es sind noch 3 Runden zu gehen. Beziehungsweise 2 und den Rest von dieser. Quatsch, die muss die 5 DR mitzählen. Also 3,5. An der Spitze momentan mal auf und davon ist Robin Freins, der zuletzt in Brands Hatch den Sieg davon getragen hat. Seinen ersten im Übrigen in dieser Saison. Trotzdem der Rückstand aktuell auf Nico Müller noch 12 Punkte. Mike Rockenfeller. Er hat sich ja direkt qualifiziert im dritten Qualifying-Lauf. Den finden wir auf der dritten Position in der Wertung. Wenn er gepunktet hat, dann stand er immer auf Platz 3, auf dem dritten Treppchen des Podests. Hat also insgesamt 5x4 Punkte gesammelt. Macht 20. Tabellenführer Nico Müller, der Schweizer, hat fast doppelt so viele mit 39 Zähler. So, hier wird wieder eng in der Remus. Das haben wir ja, daran haben wir uns ja schon fast gewöhnt. Rast zurückgefallen auf die vierte Position hinter Dave Gaming. Stefan Waschow, den finden wir auf der zweiten Position. Nochmal die ersten 3 kommen weiter ins Halbfinale. Wenn dann wieder 3 Runden angesetzt sind. Die Top 2 finden wir dann im Superfinal. Wieder, wenn sie in einer Runde den Sieg unter sich ausmachen. Waschow auf 2, aber unter Druck. Der Rest des Feldes zumindest. Das Dritt- und Viertplatzierten Rast und Dave Gaming, die sind richtig dran. Er kann da förmlich den Atem spüren, den virtuellen im Nacken. Wir haben Robin Freins da vorne, ein Fröhlichliedchen auf den Lippen pfeifen. Relativ auf und davon ist fast 7 Sekunden beträgt der Vorsprung des Niederländers. René Rast auf Platz 3. Jawohl. Und zwar womit dabei. Dave Gaming im Angriff. Weil ich vor dir war. René Rast, der immer noch mit Controller unterwegs ist. Das wollte ich gerade sagen. Er hat zwar mittlerweile sein Lenkrad und die Pedale bekommen. Nee, alles gut. Aber es gibt da Probleme beim Anschluss an die Konsole.
Entsprechend, das macht es natürlich nicht leichter, ist der zweifache DTM-Champion noch mit dem Controller unterwegs. Und das auf dieser rutschigen, regennassen Strecke. Momentan Dave Gaming auf dem dritten Platz. Damit wäre er weiter, aber es ist ja noch einiges an Metern zu gehen. Rund 5,5 Kilometer. Das wäre dann die Top 3 und damit die Startreihenfolge für das Halbfinale. Amtlich und schwarz auf weiß haben. Das ist der zweitplatzierte Stefan Waschow. Hält sich da wacker. Kommt auch ein bisschen weg von Dave Gaming, von David Karapetian, der im Auktionsauto sitzt. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr dabei sein wollt, schaut einfach auf racehome.rcco.ag, bietet und steigert mit oder macht einfach ein tolles Design, wie wir das erneut von Steffen Walter gesehen haben, alias Delfino, der im Lightning McQueen Auto hier unterwegs ist. Damit erneut den Zuspruch der DTM-Fahrer, die das Design am Ende oder den Sieger auswählen. Hello, I just tried to learn the corner from you. Robert Reins, der Führende. Auf seinem letzten Umlauf. Nicht nur er, auch alle anderen sind im letzten Umlauf, aber Reins, der tobt vorneweg. Und worked it, Steffen? Nutzt da die volle Streckenbreite. Have you learned something? Fährt immer wieder raus auf die Curbs. Aber hält das Auto zumindest mit der Schnauze nach vorn und vor allem auf der Führungsposition. Stefan Waschow auf Platz 2 unterwegs, während Feind sich den Sieg holt, als erster über die Linie kommt. Waschow wird Zweiter und René Rast zieht ein ins Halbfinale. Pech für alle anderen. Wir haben erneut die Möglichkeit bei Race Home Nummer 9 und 10. Good race, Robin. Thanks, Dave, for the fight. Yeah, GG to everyone. This race was really nice fighting you guys. Gratulation an Robin Freins. Ein dominanter Sieg hier auf dem Red Bull Ring im Nassen. Na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich der Man in Charge bin, aber Nico Müller war im Training vorher ziemlich stark unterwegs. Also wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass ich der Schnellste bin. Aber ich hoffe, dass ich unter den Top 3 bin und damit Punkte für die Meisterschaft hole. Ja, war ein tolles Rennen, aber du bist vorne weg. Ein paar Sekunden, 5-6 Sekunden. Und am Ende an der Linie waren es immer noch ein paar. Also tolles Rennen. Freust du dich, in der Zukunft endlich wieder im richtigen Rennauto zu sitzen und zu testen? Ja, wir sitzen jetzt schon seit einer ganzen Weile zu Hause. Wir fahren hier natürlich im Simulator, aber das ist nicht vergleichbar mit dem richtigen Leben. Und ich freue mich riesig drauf, in ein richtiges Auto zu steigen und den normalen Stuff zu machen. Ja, viel Erfolg. Großer Wettkampf hier. Ich freue mich aufs Halbfinale. Ja, Robin sagt, dass er bald im DTM-Auto sitzen wird. Also in der nächsten Woche schon am Nürburgring wird der große DTM-Test sein. Schauen wir jetzt vor mal. Rund einer Woche fuhren die Audi DTM-Piloten ein virtuelles Rennen auf dem Nürburgring. Es war ein Highlight der Race-Home-Saison. Nun kehren die DTM-Piloten in real auf die Rennstrecke in der Eifel zurück. Vom 8. bis 11. Juni kommt die DTM endlich wieder zurück ins Leben mit offiziellen DTM-Testfahrten auf dem Nürburgring.
Alle drei Audi-Werksteams, Abt, Phoenix und Rosberg und auch das Kundenteam WRT sind bei diesem Test dabei, der natürlich unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt wird. Der Test könnte in diesem Jahr noch wichtiger sein als in der Vergangenheit, denn der 2020er DTM-Kalender wird sehr, sehr kompakt sein, sobald es wieder Rennen gibt. Der neue Kalender soll noch im Laufe dieser Woche verkündet werden. Unsere Race-Home-Helden haben lange auf diesen Moment gewartet und freuen sich darauf, endlich wieder in realen Autos zu sitzen. Es ist wieder Weg zurück in die Schule nach einer langen Pause. Und haben wir nicht alle diesen Sound vermisst? Nico, don't pull away too early, please. Don't worry, man. I think there's other guys that are quicker than me, yeah? Ach, come on, Nico. Push, push. Brötigam looked like he was flying, eh? Herzlich willkommen zum Halbfinale auf Paul Nico Müller, der eben ja drum gebeten wurde, nicht zu früh loszuziehen. Beziehungsweise Michael Bräutigam steht auf der Pole, unser Gaststarter, der Motorsport aktuell Redakteur, der durchaus beachtliche Erfolge schon im Sim Racing gefeiert hat. Und das hat er hier ja auch unter Beweis gestellt in seinem zweiten Qualifying-Lauf. Hat er sich den direkten Sieg geholt. Hier sind wir an Bord bei Nico Müller, dem Schweizer. Während wir da hinten Inside. Stefan Wascho in der Mauer gesehen haben, aber Bräutigam zieht vorne weg, Rockenfeller vorbei, an Müller jetzt auf der zweiten Position. Where are you, man? Sieger des dritten Qualifying-Laufs. Die Top 3, die sich direkt qualifiziert haben, die vorne wegtoben, aber Rockenfeller macht Druck auf den Führenden. Dahinter Dave Gaming, der vor Rast über die Linie gekommen ist und sich damit qualifiziert hat. Hey Michael, it's a good one so far, huh? Look at that engine, man. Und bislang macht es zumindest Mike Rockenfeller richtig Spaß. Robin Franz geht da vorbei an Nico Müller. Das ist auch wichtig, damit Nico Müller nicht heute den Deckel drauf macht und die Meisterschaft für Rocky entscheidet. Knife bomb. Das wäre nämlich, wenn Nico Müller einen Vorsprung von mehr als über genau 20 Punkten hätte auf den Zweitplatzierten in der Tabelle. Nico Müller bislang 3 Siege, ein zweiter Platz. Tolle Bilanz. Robin Freins, ein Sieg. Und über Mike Rockenfeller haben wir schon mal gesprochen. 5-mal ist der CCO E-Sport Gründer und DTM Champion von 2013 schon Dritter geworden. 5-mal in 7. Are you guys beide top 3? Yeah. Also auf der zweiten Position. Da One kommt die Frage lap, von Nico Müller, wie viele Runden es sind. Oh. Links oben, That's mein no Freund. Good. 3 Umläufe. You get a penalty? Die 4,3 so Kilometer. No. Yeah, oh ja. Yeah. 1,5. Yeah, hit the brakes, please. It's a Jungs, da gibt es eine Strafe für den Schweizer. Oh, sorry, Michael. Gewesen. All okay? Michael Bräutigam und Mike Rockenfeller kommen da kurz zusammen und durch den kleinen Ausritt schiebt sich Nico Müller auf die 2. Focusing on the penalty of Nico. Nach vorne. It's unbelievable. Jetzt auf der Bremse wird die Strafe auch noch auf 0 reduziert. Hier sehen wir es. Oh, sorry, Robin. I hit you a little bit in the back. Während wir an Bord sind bei Mike Rockenfeller, dem Drittplatzierten. Not over yet. Oh my God. Der hatte bis eben noch Dave Gaming im Nacken, aber an einem Fahrfehler ist er zurückgefallen auf die 6. und letzte Position. Wascho jetzt auf der 4 vor Robin Franz. Mein Rockenfeller feuert sich da selbst an. Weil nur die Top 2 kommen weiter ins große Finale und machen dann diese eine Runde unter sich aus. Da geht es um 10 und respektive 6 Punkte für die Meisterschaft. Rein in den letzten Umlauf. And there is one more lap. Immer noch vorne weg. That's what Tom said, yeah. One more to go. Und Nico Müller wundert sich, dass da noch eine Runde mehr auf dem Plan steht. I'm on my lovely spot, like always. It's unreal.
Can you try something in the front, please? Ja, könnt ihr da vorne ein bisschen was ausprobieren. Euch am besten gegenseitig in die Kiste fahren. Das wünscht sich Mike Rockenfeller. Mir. Nico, go! Damit sich Nico Müller nicht den Sieg holen kann. Und damit die Meisterschaft für beendet erklärt, beziehungsweise zumindest sich vorzeitig, deutlich vorzeitig als Champion krönt. Jetzt liegt es an Rocky, Nico aus dem Finale rauszudrücken, aber das wird schwer in den letzten drei Kurven. 1,2 Sekunden liegen zwischen dem Schweizer und dem Deutschen. Ja, natürlich hat man hier Untersteuern bei der Leistung und bei diesen Streckenbedingungen. Aber ja, das scheint so gut wie ausgemacht zu sein. Michael Bräutigam erneut als Erster im Anflug auf die Linie. Und Nico Müller, die beiden sehen wir gleich im Finale. Nico, good final. The right guys are in the final. I need a tip for the start, guys. How do you start without spinning? Yeah, like in the real race. What do you do in the real race in the wet? I forgot. It's been too long. Then I won't tell you. Maybe it's good for me later on. No, I don't. I think probably you shouldn't go flat out. Probably. Oh, a lot of discussion here in the semifinal. Ja, viel Diskussion hier im Halbfinale. From the word go. Michael Bräutigam, schon wieder der Sieger und damit bist du jetzt im Finale. Du bist der Favorit, wie siehst du das und wie siehst du deinen, schätzt du deinen Gegner ein? Na, die anderen haben deutlich mehr Erfahrung, diese Autos zu fahren und generell im Racing. Aber wir werden jetzt mal sehen, was das Finale so bringt im Regen. Ich glaube, Nico ist der härteste Gegner, den es gibt. Der ist schnell. Aus, wenn wir auf die Geschwindigkeit schauen und wenn der Windschatten kriegt, dann wird er nicht zögern, möglicherweise vorbei zu sein, zu ziehen. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Ein paar Leute werden auf jeden Fall ihre Wette auf dich setzen, um die Meisterschaftsentscheidung noch mal ein bisschen zu verschieben. Also viel Erfolg und lass das Finale rollen. Ja, auf Pole steht jetzt Michael Bräutigam und damit hat er die große Ehre, die Strecke hier, den Red Bull Ring, zu erklären. Ja, starten offensichtlich in der Boxengasse. Der Bremspunkt für die erste Kurve ist gleich nach dem Start des Curbs auf der linken Seite, wenn du über Start und Ziel kommst. Dann geht es lange, lange den Berg hinauf. Hier ist Windschatten gut und wichtig. Wenn du eine halbe Sekunde zurücklegst, dann kannst du auf jeden Fall den Vordermann attackieren. Bremspunkt wieder kurz nach dem Beginn des Curbs links. Und dann langsam aufs Gas, voll durchtreten, Berg runter. Kurve Nummer 3, wieder Bremspunkt an der gleichen Stelle. Normalerweise im zweiten Gang, aber hier im Audi e-tron Vision Gran Turismo gibt es keine Gänge. Also ein bisschen auf die Innenseite, nicht zu weit auf den Curb, sonst gibt es eine Strafe. Gleiches hier, innen bleiben. Ein weiterer Curb, bei dem man eine Strafe mitnehmen kann. Bremspunkt bei 100 Metern, Berg runter. Hier benutzt du die Aerodynamik des Autos in der Rechtskurve. Und das war eine Runde auf dem Red Bull Ring.
Wir sind im Superfinale, 4,3 Kilometer, die 10 Kurven des Red Bull Rings. Schafft es erneut nach Dries Fantor, Alexis Chambon und Pim Sterenberg. Ein Gaststarter mit Michael Bräutigam hier das Punktemaximum abzuräumen. Oder holt sich Nico Müller den Sieg, der Führende in der Tabelle. Es wäre der vierte maximale Punkteerfolg für den Schweizer. Eine Runde lang wird jetzt gekämpft, die Ampel geht aus und schlechter Start für Nico Müller, baut durchdrehende Räder bei Michael Bräutigam. Er hat es nicht so ganz hinbekommen, gibt dir selber zu. Nico, jetzt auch noch neben der Strecke nach der Niki Lauda Kurve auf der Bergaufpassage. Abstand aktuell 0,6 Sekunden, das reicht gerade noch so für ein bisschen Windschatten. Aber Müller muss seine 1,2 Sekunden auf der Bremse absitzen. Bremst sich aber in der Remus dicht dran an den führenden Michael Bräutigam. Knappe 2 Zehntel dahinter. Anbremsen auf die Schlossgoldkurve. Auto tendiert dazu, weiter geradeaus zu fahren. Natürlich, ob der regennassen Fahrbahn. Aber Bräutigam hält sich da souverän in Führung. Wenngleich Nico Müller richtig nah rankommt jetzt an den Audi e-tron Vision Gran Turismo im WRT-Design. Das belgische Privatteams und Müller schiebt sich auf der Außenbahn vorbei. Aber Bräutigam hält hart dagegen. Also die beiden sind jetzt gleich auf, während sie raufkommen. Auf Start und Ziel. Müller aber mit 3,8 Sekunden Strafe kommt er über die Linie. Und damit ist der Erste der Zweite. Das Ergebnis wird korrigiert und Michael Bräutigam holt sich den Sieg. Gratulations. Great. Herzlichen Glückwunsch. Well done, Michael. Toll gemacht, Michael Bräutigam. Also du hast den potenziellen Champion Nico Müller da klar geschlagen. Ihr wart nebeneinander in den letzten paar Kurven. Und wegen der Strafe, weil Nico zu weit rausgekommen ist, bist du jetzt der verdiente Sieger. Also da gibt es bestimmt... gibt es bestimmt ein paar tolle Artikel und das bestätigt Michael Bräutigam auch in der Motorsport aktuell. Ja, tolles Rennen. Ich habe meinen Bremspunkt für Kurve 2 verpasst in der Remus. Nico war da ziemlich nah im Windschatten. Ich bin sehr aufgeregt, oder ich war sehr aufgeregt in den Linkskurven in der mittleren Sektion der Strecke. Also Nico war dann ziemlich nah dran und in den letzten Kurven nebendran. Also tolles Rennen und ich hatte riesen Spaß. Es ist natürlich Pech, Nico hatte eine Strafe, aber ja, du bist auf jeden Fall der verdiente Sieger, du solltest glücklich sein. Gratulation und wirklich gut gemacht. Well done, Michael. Herzlichen Dank, Michael Bräutigam. Damit hast du nämlich die Meisterschaft offen gehalten. For us, so Nico Müller has to wait at least two more weeks, because we have no race home. In der nächsten Woche nämlich kein Race Home, weil wir den DTM-Test am Nürburgring haben. Und die Teamwertung, die ist auf jeden Fall entschieden. Audi Team Up Sportsline ist der erste Team Champion von RCCO Race Home. Frank, andere Konditionen, andere Bedingungen, aber tolles Rennen, ja, kann ich nur bestätigen. Tolle Action und toller Lauf von beiden Protagonisten. Michael hat ja den Sieg auf jeden Fall verdient. War alles sauber und auch im Qualifying-Lauf. Also beeindruckend und schön zu sehen. Alles andere lief auch toll und sauber. Ich bin sehr zufrieden mit dem Event. Also schauen wir mal, was die anderen Fahrer machen können. An Practice, um die Meisterschaftsentscheidung möglicherweise am Ende der Meisterschaft zu verschieben. Also nächste Woche gibt es ein paar Bilder hier bei RCCO Race Home vom DTM-Test. Also bis nächsten Dienstag. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Tom. Und Gratulation nochmal an Michael. Ciao.